Wenn also China sich an die Prinzipien hält, die wertegeleiteten Handel möglich machen, ist China ein willkommener Partner. Aber erpressen lassen sollten wir uns nicht mehr. Weder wenn China eingreift in die Fairheit des Handels, also Unternehmen quasi staatlich fördert, sodass sie Wettbewerbsvorteile haben, noch Unternehmen erpresst, nur dann teilweise am Handel teilnehmen zu können, wenn sie beispielsweise dort industrielle Fertigung aufbauen. Erst recht aber nicht, wenn Menschenrechte tangiert sind. Und auch Investitionen von China nach Europa sollen deutlich kritischer angeguckt werden. Wir haben gesehen, dass über diese neue Seidenstraßeninitiative China tatsächlich versucht, strategische Assets an Infrastruktur in Europa sich zu sichern und dadurch dann die europäische Handelspolitik, die deutsche Handelspolitik beeinflussen kann. Und das sollten wir nicht zulassen.